Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Daily Overview am Mittwochabend. Ja, heute mit zwei bekannten Personen. Gestern haben wir einen Altbekannten gehabt, heute haben wir wieder zwei bekannte Personen, nämlich Manni und Marco. Hallo. Moin. Moin. Ja, morgen ist vorbei, aber okay. Naja. Und fangen wir direkt an mit den News und da geht es dann direkt auch los mit der PlayStation 4. Denn da sind schon die ersten Ankündigungen gekommen, nämlich, dass die Konsole benutzerfreundlicher oder beziehungsweise entwicklerfreundlicher sein soll. Nämlich, die PS3 hat natürlich sehr viel unter der Haube, aber ist natürlich da ein bisschen umständlich, um darauf Spiele zu entwickeln. Und nämlich nun der Präsident von Sony Worldwide Studios hat nämlich in einem Interview mit Deliverb eine bessere der momentanen Situation bekannt gegeben und er meinte nämlich, dass die internen Studios und Entwickler an der Konzeption kommender Konsolen beteiligt werden sollen und so zu gewährleisten, dass diese entwicklerfreundlicher ausfallen und somit deutlich effizienter genutzt werden können. Ja, das ist doch mal eine Sache, die hört sich sehr freundlich an. Ob natürlich da die PS4 dann komplett ausgelastet wird, ne? Das heißt natürlich ein bisschen abwarten. Und ich hab heute nochmal nachgeguckt, es kursieren jetzt die ersten Gerüchte, dass die PS4 schon in Arbeit ist, aber naja. Naja, die PS3 ist fertig, PS3 Slim ist auch fertig, noch ein weiteres Slim der PS3 können sie nicht machen, das wäre komplett beschissen. Die PS3 Slim. Das ist dann so fast im Handheld-Style. PS3 Nano oder sowas. Ja, übrigens, da fällt mir ein, ich habe noch eine News gelesen, die ich nicht schreiben wollte, weil sie so kurz war. Und zwar die Xbox 360 Slim heißt gar nicht Slim, sondern nur Xbox 360 250 GB. Das ist der offizielle Name hier beim Patentamt. Das ist aber irgendwie so ein doofer Name. Ja, das sagt also keine Sau. Ja. Aber nur mal so. Alle sagen es immer so Slim. Aber alle sagen dazu Slim. Es ist eigentlich auch eine Slim, weil die deutlich kleiner ist. Als die alte. Ja. Machen wir mal weiter. Weiter geht's. Und zwar ist ja heute das große Spiel hier Deutschland versus Spanien. Ja. Beziehungsweise wenn das Daily Overview da ist, ist ja wahrscheinlich das Spiel schon rum. Und zwar hat man da. Nee, eigentlich nicht. Nur kommt ja 20 Uhr und dann ist es ja noch nicht weit. Ah ja, perfekt. Auf jeden Fall gibt's so ein Prognosevideo, das mit FIFA 2010 gemacht wurde, wie die Begegnung Deutschland-Spanien denn jetzt so ausgehen könnte. Alles kommentiert, alles wunderbar gemacht. Und raus kommt ein 4:3. Dann haben wir in den Kommentaren schon vom Dominik hier, realistisch wär's, aber tippt auf ein 3:1 für Deutschland. Habe ich tatsächlich auch getippt. 3:1 klingt für mich ganz gut. Marco hat da sowas ein bisschen was anderes. Marco, willst du es vielleicht selber lesen oder soll ich es machen? Das ist deine News, von daher. Also, toll. Also du denkst, 4:2 ist nicht in Ordnung, also wird es nicht geben. Eher ein knappes 2:1. Aber Spanien könnte auch knapp gewinnen. Warte, mit Villa? Austin, wie heißt der Kerl nochmal? Egal. Also die haben den besten Torschützen. David Villa? Ja, keine Ahnung. Also wir haben den besten Torschützen bisher und Casillas ist einen sehr guten Torwart. Ich kann den Namen nicht aussprechen, von daher Entschuldigung. Offensiv ist er sehr stark. Die Spanier spielen übrigens gern durch die Mitte, so, da sollte man aufpassen und dann den Deutschland-Angriff über die Flügel. Ich weiß. Ich weiß gerade nicht, was du mit Deutschland-Angriff über die Flügel meinst, weil im letzten Spiel Argentinien haben wir... Er ist über die Flügel angegriffen, weil
Also in der Mitte halt blocken, also und dann über die Flügel angreifen, da halt Spanien immer über, in, durch die Mitte geht, das habe ich beobachtet. Also die greifen immer durch die Mitte so an, deswegen. Achso. Ein Flügel Ja, ist ne, weil halt ich hatte nämlich ziemlich, im letzten Spiel gegen Argentinien hatten wir ja, haben wir auch sehr in die Mitte gespielt und dann daraus die meisten Tore erzielt, aber egal. Ja. Das Video gibt es bei uns in den News. Könnt ihr euch noch gerne angucken, wenn das Spiel noch nicht läuft. Dann wisst ihr schon mal, wie es ausgehen könnte. Genau. Oder So. ausgehen wird. Wer weiß. Das nächste wäre dann eigentlich dieses Wer weiß. Fußball-WM-Dingens. Braucht jetzt keiner. Den brauchen wir nicht anschließend. Ne, da kommt mein News und zwar mit BioWare, die BioWare News. Und zwar hat jetzt BioWare via Twitter ein neues DLC für Mass Effect 2 angekündigt, mal wieder. Das ist jetzt, nennt sich Aegis Pack und bringt jetzt einige Neuerungen. Zum einen die Kestrel-Rüstung und das andere ist die M29 Incisor Scharfschützengewehr. Und diese werden dem Shepards Waffenschrank hinzugefügt. Die M29 soll die Schilde der Feinde zerstören können und die Rüstung soll Verbesserungen in Sachen Kampfschaden und Schildstärke bringen. Das gibt's für 160 Punkte für PC und die 360. Das ist doch toll. Das wäre dann ungefähr die tausendste DLC-Ankündigung dieses Halbjahr irgendwie. Also die bringen ziemlich viel DLC raus, das ist schon mal gut. Ja, natürlich, das ist komplett normal aus meiner Sicht. Also, Aber im Vergleich, sag ich mal, also die Mass Effect-Spieler können sich ziemlich freuen, da ich hab gemerkt, dass Mass Effect am meisten mit DLC versorgt wird, zumindest von der Anzahl her. Im Gegensatz zu anderen, die vielleicht ein bisschen weniger, so einen DLC pro Monat oder sowas. ja, Keine Ahnung, egal. wie habe ich letztens gehört, auf der Xbox besitzt der größte Teil der Menschen Goldmitglied, aber auch nur, weil sie Call of Duty spielen. Das kann sein. Ist auch ein beliebtes Spiel. Ja, also Manni sagt, dass er essen muss. Okay. dann soll er doch essen. Dann soll er doch essen. Nein. Jetzt lest das doch nicht vor, meine Gott. Na egal. Machen wir weiter. Ja, und zwar mit Atari. Okay, im Januar diesen nächsten Jahres werden die Server des Rennspiels Test Drive Unlimited abgeschaltet. Dies kann man auch schon auf der Budget Green Paper Version an einem Hinweis sehen. Bisher wurde das alles noch nicht bestätigt, aber das ist bald zu erwarten. Ja, warum? Das Spiel ist ja 2006 erschienen und ein Nachfolger kommt schon in diesem Herbst, daher ist so eine Serverabschaltung sicher zu verstehen. Bam. Okay. Fertig. Ja, man muss nicht. Also, wenn. Also, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn die Server abgeschaltet werden, heißt das so ungefähr, ja, uns interessiert das Spiel nicht mehr, wir machen es einfach jetzt zu. Ich sag mal so, jetzt viele fragen sich, wieso jetzt zum Beispiel Atari das abschaltet. EA macht das ja eigentlich nicht so ganz. Die lassen ja meistens die Online-Server der Vorgänger noch ein bisschen länger am Laufen. Aber Atari ist jetzt nicht so groß und haben jetzt nicht so finanziell Stabilität wie EA. Und deswegen lohnt sich das nicht, jetzt irgendwie noch für zwei Spiele gleichzeitig so einen Server am Laufen zu haben. Weil es kostet ja auch alles Geld. Also Atari war ja früher so ein bisschen größer und jetzt ist es ein bisschen kleiner und daher. Ein bisschen, ne, ein bisschen, nur ein Ja, bisschen. also extrem, also im Gegensatz zu vorher extrem kleiner. Ja, Aber gut. okay, das ist. Nächste Gut, News. mir fällt keine Überleitung ein, also egal, wir machen wir es einfach. Und zwar gibt es eine Statistik bzw. eine Studie von Comscore, was belegt, dass die Zahl der Online-Spieler in Deutschland im letzten Jahr ziemlich stark nach oben gegangen sind. Warnung, die folgenden Statistiken können zu Hirnkrämpfen führen, dafür haften wir nicht. Toll. Applaus, Money. Nee, also im Mai letzten Jahr wurde das Ganze gestartet und bis zum Mai dieses Jahres konnte man 25% Anstieg verzeichnen an den Nutzern insgesamt. Und zwar sind das 19,8 Millionen Menschen mittlerweile, die bei einem bekannten deutschen Online-Spielportal da die Spiele nutzen. Bisschen erstaunlich, dass mehr Männer tatsächlich spielen als Frauen, nämlich 53%.
die Zahl ging um 21% hoch, also so auf 10,5 Millionen. Bei den Frauen hingegen ging die Zahl zwar nach oben um 31%, also 9,3 Millionen, aber die spielen auch länger als die Männer, also im Durchschnitt so 150 Minuten im Monat und die Männer nur 125 Minuten. Aber die Nutzer, die Leute, die das auch nutzen, sind zu 72% bei Facebook auch angemeldet oder anderen sozialen Diensten wie jetzt Twitter und was es alles so gibt. Und bestes Beispiel dafür ist BigPoint. Da sind sogar 92,3% der Nutzer bei Facebook. Ja. So viele Zahlen. So viele Zahlen und man weiß auch, es gibt auch einen Grund, warum Frauen viel spielen. Sie wollen sie mir dann endlich mal zeigen. Nicht ganz. Jetzt wurde ja extra für die Frau so ungefähr, also ich stelle mir das jetzt so vor, ungefähr für die Frau